Wir befinden uns hier im K21 und hinter mir zu sehen ist Thomas Saracenus in Orbit. Eine Rauminstallation in der Schwebe, 2500 Quadratmeter Stahlseilnetz auf 3 Lagen. Jede einzelne Lage ist begehbar für den Besucher und dabei ist die ganze Konstruktion nur 3000 Kilo schwer. Thomas Saraceno ist einerseits Künstler, andererseits aber auch Architekt und seine großen Vorbilder liegen zum Beispiel bei Frei Otto, der das Münchner Zeltdach gemacht hat im Olympiapark. Und genauso wie Frei Otto rekurriert Saraceno auf Naturphänomene, das heißt auf Wabenformen, aber vor allen Dingen auch auf Spinnennetze. Und Thomas Saraceno hat in seinem Studio mindestens 30, 40 verschiedene Spinnenarten und er studiert die Netzform, er studiert aber auch dessen Sozialverhalten. Ja, andererseits ist Thomas Saraceno von der Kommunikation der Spinnen sehr fasziniert, denn sie kommunizieren über Bewegung, über eine Art hybride Form der Kommunikation. Er hat dieses Prinzip übertragen auf In Orbit und wenn man sich oben im Netz bewegt, so strahlt man unmittelbar mit jeder Bewegung Vibrationen aus. Und die muss der Nachbar auffangen, die muss er parieren und damit muss er umgehen. Und damit hat man ein Stück weit Spinnenwelt oben auch in Orbit.